Schnauze! Martha! Gabi, du musst sofort herkommen. Ich habe eine Verunglückte hier in meinem Haus. Ja, im Haus. Ja, ja, ist unverantwortlich. Ja, ich hätte sie nicht rein. Gabi, jetzt setz endlich deinen Arsch in Bewegung, verdammt. Also diese verdammten Zigaretten. Was meint sie? Ja, ruhig liegen bleiben. Dominik, wo ist mein Sohn? Ich habe kein Kind gesehen im Wagen. Ja, dann gehen Sie noch mal hin. Ich gehe. Nein, nein, Sie bleiben hier und geben ab, dass sie sich nicht bewegt. Wie durch ein Wunder nichts abgekriegt. Die Frau fährt jetzt erstmal zum Röntgen. Du hättest sie umbringen können. Ich hab sie aber nicht umgebracht, verdammt nochmal. Was wolltest du dir eigentlich beweisen? Dass du noch in der Lage bist, deine Frau über die Schwelle zu tragen? Hättest du sie draußen liegen lassen sollen? Erfrieren? Verbluten? Oh, das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Du, Gabriel, fangen wir damit gar nicht erst an. Dann gib ihn eben Martha. Den Fisch kannst du dir sonst wünschen. Haben Sie sie vielleicht behindert? Ich? Sie behindert? Die hat mich beinahe totgefahren. Ich lasse mir doch von Ihnen jetzt keine Schuld hier anhängen. Der Wagen stand vor dem Tor, genau da, wo er immer steht, wenn ich rausfahre. Ist das Ihr Wagen? Natürlich ist das mein Wagen. Wem soll er sonst gehören? Keine Sicherheitsgurte. Braucht er nicht. Historisches Fahrzeug, müssen Sie doch wissen. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, sich ein seniorengerechtes Fahrzeug anzuschaffen? Wie bitte? Ich meine, Sie sind in einem Alter. Sehe ich aus wie ein Tattergreis? Was erlauben Sie sich eigentlich, Sie Schnösel? Vorsicht, junger Mann, Vorsicht. Haben Sie gehört, was das Weichei gesagt hat? Ein Jaguar ist kein Fahrzeug für einen Mann in meinem Alter. Dabei sind Sie doppelt so jung wie er. Sollte ich mal bei mir reinsetzen, wenn er einen Schneider, dann zeige ich Ihnen, was seniorengerecht ist. Weißer Januar.
Hallo, ist hier. Entschuldigen Sie, ich wollte nur die Sachen abholen. Danke für alles. Ich bin Judith. Was sagt der Doktor? Zwei Rippen gebrochen und das hier. Um nachher hätte sie mich ins Jenseits befördert. So eilig habe ich es nur noch wieder nicht. Da. Wahrscheinlich bin ich ein bisschen zu schnell gefahren. Ein bisschen? Als ob der Teufel hinter dir her wäre. Wo wolltest du denn so schnell hin? Herbert? Vor allem schnell weg. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Das ist ein Taxi und kein Lastwagen. Ich muss nur das Gepäck mitnehmen, was auch in den Kofferraum passt. Und dann machen Sie heute Abend mal eine Ausnahme. Die junge Dame hatte einen Unfall. Dann hätten Sie in der Zentrale ein geeignetes Fahrzeug anfordern müssen. Wissen Sie, wie spät es ist? Das kann ich nicht machen. Wenn was passiert, bin ich nicht versichert. Oh Gott, doch mal jetzt. Schaffen Sie mir endlich dieses Krümpel hier aus dem Haus. Und in den Ton schon gar nicht. Ach, guter Mann. Ich beherrsche noch ganz andere Töne. Spielt das denn ein, dieser Schwachkopf? Ich habe wirklich nur das Nötigste mitgenommen. Scheiße, Dominik! Tut mir leid. Also, zur Not gibt es da noch ein Gästezimmer. Also gut. Nur bis morgen. Morgen früh sind wir weg. Dem ganzen Gerümpel. Danke. Kleine Angst, die. Komm mal her. Kuschel, kuschel. Ja, dann schütze. Haben Sie den Fisch gefangen? Vielleicht geschehen ja noch Zeichen und Wunder. Außerdem dachte ich immer, Sie können keine fremden Menschen unter Ihrem Dach ertragen. Naja, kommt vielleicht ein bisschen frische Luft in die Gruft. Das Dichten können Sie ruhig mir überlassen. Haben Sie eine Ahnung, was die da unten suchen? Nö. Warum hast du nicht besser auf deine Mutter aufgepasst? Dominik hat geschlafen. Ja, du bist mir vielleicht ein Held. Ich bin sicher, du hättest dir sagen können, wo beim Auto die Bremse ist. Das weißt du doch, oder? Der Junge kann nichts dafür. Mein Handy ist weg. Ich müsste meine Werkstatt anrufen. Telefon ist unten. Haben Sie einen Internetanschluss? Einen? Ach Mensch, Dodo! Komm, geh in die Küche, hol einen Lappen. Schnell! Scheiße. Entschuldigung. Leben Sie allein? Ja. Fühlen Sie sich nicht einsam? Ich meine, in dem großen Haus. Meine Haushälterin kommt halbtags.
Und um solche Fragen ein für alle Mal zu beantworten, ich bin nicht und war nie verheiratet, habe keine Kinder und ich bereue es auch nicht. Glaube ich Ihnen sofort. Schmerzen. Mehr kann ich nicht machen. Ich weiß, wie sich sowas anfühlt. Vor ein paar Jahren ist mir dasselbe passiert. Im Start beim Skifahren. Eine verstörte alte Schachtel auf Skiern am Ende eines Engpasses. Roms. Ja. Ja, man sollte keine alten Leute aufpisten lassen. Hm. Was ist mit deinem Wagen? Der Typ von der Werkstatt hat gesagt, dass sich die Reparatur nicht lohnt. Aber sagen die ja immer, er soll mal einfach machen. Von mir aus kannst du hier bleiben, bis der Wagen repariert ist. Ist das Ihr Ernst? Okay. Ein paar Tage? Bis ich mich wieder unter Menschen sehen lassen kann. Ne? Menschen, ich verstehe. Diese Begegnung hätten Sie uns beiden ersparen können. Verdammt. Was für eine verdammte Laus ist denn heute über die Leber gelaufen? Ja. Geht nicht um heute, Gabriel. Was hat man denn vom Leben noch zu erwarten? Wenn man mit einem Bein im Jenseits steht, falls es eins gibt. Der Unfall neulich. Noch was gehört von der Frau und dem Jungen? Schuldig? Du bist doch ein verdammter Hund! Tja, mein Freund, das Leben hält noch die eine oder andere Überraschung bereit. Haben wieder geraucht. Sind Sie sicher? Also manchmal glaube ich, Sie arbeiten nicht wegen des Lohnes bei mir, sondern weil es Ihnen Vergnügen macht, mich auf die Palme zu bringen. Dann sollten wir dringend über eine Lohnerhöhung sprechen. Haben Sie was gesagt? Abendessen steht auf dem Tisch, Sie müssen es nur aufwärmen. Aber ich habe Gäste. Und ich habe Feierabend. Dominik würde gerne. Haben Sie einen Fernseher? Habe ich mir schon gedacht. Ich habe oben eine sehr gut sortierte Bibliothek, aus der du dich gerne bedienen kannst, sofern du noch Bücher liest. Wieso denn nicht?
Fred? Hallo? Wer ist denn da? Uns. Hm? Du hast doch deine Mama. Hast du mich noch lieb? Glaube ich dir nicht. Glaube ich dir nicht, kleine Maus. Kleine Mauser. Wer lacht denn da? Da lacht er jemand. Da habe ich aber jemanden lachen. Jaguar XK150 Roadster. So ein Wagen ist nur was für Profis. Siehst du diese Pokale hier? Was meinst du, wie viele Rallyes ich schon gewonnen habe? Hörst du das? Gibt's was Schöneres als dieses Geräusch? Wenn du dir die Stiefel abputzt, dann darfst du dich mal reinsetzen. So eine Einladung spreche ich nicht zweimal aus. Hey, Junge! Er spricht nicht, kein Wort. Er ist 5 Jahre alt, da kann man doch erwarten, dass ein Kind spricht. Ich habe mit 3 Jahren die Lorelei rezitiert, und zwar alle 6 Strophen. Zum Glück ist der Junge kein Genie. Vielleicht ist er zurückgeblieben, retardiert. Schwachsinnig? Psst. Wo ist sie? Sie hat sich hingelegt. Der Junge hat Angst vor Ihnen, das würde ich nicht schwachsinnig nennen, im Gegenteil. Ach, Sie halten sein Schweigen also für ein Zeichen von Intelligenz? Da frage ich mich allerdings, wieso Sie nie den Mund halten können. Merken Sie nicht, dass Sie im Weg stehen? Der Sohn ist zu intelligent, um mit mir zu reden. Die Mutter verkriecht sich in ihrem Zimmer. Was haben Sie denn erwartet? Dann ist ja alles gut. Richard Rothmann. Sind Sie das? Ja. Sie sind Schriftsteller. Ich schreibe nicht mehr. Am Fluss des Lebens. Ich lese am liebsten Manga. Wie heißt der Autor? Manga. Das sind japanische Comics. Ich bin eher so ein Bildermensch. Darf ich mir das mal ausleihen? Es wird dich langweilen. Doch wenn du unbedingt willst, bitte. Sind aber keine Bildchen drin. Wenn wir sie nerven, müssen sie es einfach nur sagen. Keine Angst. Du wirst die Erste sein, die es erfährt. So gütig.
Gabriel ist am Telefon. Ich weiß auch nicht, was mich geritten hat, sie bei mir aufzunehmen. Ich kann mich nicht für sie interessieren. Ich langweile mich zu Tode. Luise. Kommt sofort. Sie hat diesen Gesichtsausdruck, als ob sie wer weiß, was mitzuteilen hat. Und dann kommt nichts. Nothing. Brienne, du. Ich wette, sie sieht einfach nur gut aus. Stell dir vor, ich weiß es nicht. Sie hat immer noch dieses Hämatom, als ob sie im Pferd getreten hätte. Ja, und der Rest? Vielleicht liegt es an ihrer Stimme. Ja, ich mag ihre Stimme. Ja, wahrscheinlich ist das der Grund, warum ich sie in mein Haus gelassen habe. Du bist doch nicht zu retten. Ja, wahrscheinlich nicht. Senile Rückbildung. Wegen der Schwingung einer Stimme bin ich bereit, meine Prinzipien über den Haufen zu werfen und mich mit Untermietern abzugeben. Dann auf deine Prinzipien. Vielleicht ist es doch nur eine trübe Neugier. Und ich gehorche den letzten Zuckungen meiner Seele. Da spricht wieder mal der Dichter. Ja, aber was will er uns damit sagen? Ist deine Seele das Einzige, das bei dir noch zuckt? Luise! Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versieht und vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blinkt, ziehen die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus und sie legen in weiten Wogen die Netze aus. Was für ein Lärm! Guten Morgen! Der Sommer ist da. Ja, was denn für Ersatzteile? Ja, aber der Wagen ist doch noch gar nicht. Der Wagen ist doch noch gar nicht so alt. Ja, aber können Sie da nicht einfach mit dem Hammer oder ich. Ja, ich. Ja. Die Achse? In 10 Jahren, da können Sie die ersten Nüsse ernten. Großartige Idee, Fausto. Ich kann es kaum erwarten. Was für ein glücklicher Umstand führt dich denn zu mir? Wo ist eigentlich deine Mutter? Du darfst doch nicht alleine hierher kommen. Das ist gefährlich. Geh nicht zu nah ins Wasser.
Bist du denn noch bei Trost? Du musst endlich hören, was man dir sagt. So, komm. Ja. Ach du meine Güte. Was haben Sie denn jetzt schon wieder mit dem Jungen angestellt? Du komm her, mein Schatz, komm. Mein Gott, du bist ja blitzschnass. Ach, komm mal hier, mein Schatz, komm. Ich hab dir tausendmal gesagt, du sollst nicht allein ans Wasser gehen. Du bist tot sein können. Mausetot. War doch alles halb so schlimm. Allmählich müsstest du mal langsam ein bisschen vernünftiger werden. Zum Knoten. Mir immer noch nicht gesagt, warum du es neulich so eilig hattest. Vor wem bist du weggelaufen? Ich bin nicht weggelaufen, Quatsch. Ich wollte nur weg von dem Typen. Und dieser Typ, ist das der Vater vom Dominik? Nee. Das ist nur ein Freund. Der Mann, bei dem wir zuletzt gewohnt haben. Dominiks Vater hat mich bei der Geburt verlassen. Und, wohin soll's jetzt gehen? Keine Ahnung, wo wir als nächstes landen werden. So auf die Adressen gewechselt, dass ich gar nicht mehr alle aufzählen kann. Die Adressen und die Männer. Jetzt geht aber die Fantasie mit Ihnen durch. Oh, liebes Kind, mit meiner Fantasie habe ich schon mal viel Geld verdient. Ich halte es nicht lange an einem Fleck aus. Ist einfach so. Irgendwann mal kommt der Moment, wo ich keine Luft mehr kriege. Kann ich nicht mehr schlafen und fange an, die Wände anzuschreien. Ich male dann auch nur noch Trash. Wenn du malst? Also wenn du malen willst, im Schuppen drüben, da könnte ich Platz machen, da kannst du malen. Ja, nicht nötig. Wir hauen ja sowieso bald ab. Ist es nicht langweilig, mich die ganze Zeit anzustarren? Du erinnerst mich an ein Porträt von Picasso. Die blaue Periode haben wir hinter uns. Gegenwärtig befinden wir uns in der grünen. Dann kommt noch die gelbe und am Schluss die rosa Periode. Scheiße. Die dürfen mich nicht zum Lachen bringen. Ah. Dann schlage ich vor, wir denken an was Trauriges. Ah. Zum Beispiel an Jackson. Der Junge spricht ja. Das ist das erste Wort, das ich aus seinem Mund vernehme. Jackson, so hieß unser Hund. Wie Michael Jackson, nicht? Nee, wie Jackson Pollock, der Maler. Er wurde überfahren. Das
Das ist wirklich nicht lustig. Ich muss nur an meine Visage denken, damit mir das Lachen vergeht. Und Sie? Bei mir ist die Auswahl groß. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Sie armer, bedauernswerter Mann, Sie. Ah! Scheiße. Warum tut es immer so verdammt weh? Das knirscht und knackt jedes Mal, wenn ich atme. Hören Sie? Schuhe sind sauber. Willst mitfahren? Das müssen wir aber mit deiner Mutter besprechen. Dominik möchte mit mir in die Stadt fahren. Ja, gut. Aber fahren Sie vorsichtig, ja? Ich werde ihn anschnallen. Ich lache mich tot. Aber fahren Sie vorsichtig. Liebes Kind. Was kann ich dafür, dass wir uns nicht früher kennengelernt haben? Damals war ich der schnellste Schriftsteller der Welt. Du hättest mir zu Füßen gelegen und auf den Tribünen von Francorchamps und Monza um mich gezittert. Reicht es nicht, wenn ich um sie zittere? Völlig. Brazil, where hearts were entertaining June. We stood beneath an amber moon. Na, alles in Ordnung? We murmured someday soon. We kissed and clung together. Und da habe ich ja nichts dagegen, dass du so wenig sprichst. Die meisten Menschen sagen doch nicht, was sie denken. Also, wozu reden, nicht? Now, my light dims the sky above. Recalling through. Jetzt gib mal acht. Das dumme Gesicht von dem ist so ein Knöllchen wert. Was meinst du?
ist Daniela, hallo. So, jetzt siehst du aus wie ein Profi. Wie geht's, du groß? Oh. Oh, das ist ja Gabriel. Gabriel, hey! Was ist mit dem los? Tut's, als ob er uns nicht sieht, dieser alte Arsch. So. Der Gabriel wird immer kauziger. Der war dreimal verheiratet. Letzte Frau ist ihm durchgebrannt mit einem Pharmavertreter. Du solltest dein Haus sehen. Von Dach bis zum Keller voller Trophäen. Abgeschnittene Fischköpfe, aufgerissene Mäulern und glasigen Augen, die ihn anglotzen. Der Gabriel braucht das, der braucht das. Die Frauen haben ihm das Leben zur Hölle gemacht und jetzt genießt er es, sich stumm anhimmeln zu lassen. Von Fischen. Du, kann ich ein Eis? Sieht aus, als würde es Spaß machen. Ja. Naja, ich hätte Maler werden sollen. Ach, wenn Sie wollen, kann ich Ihnen ja Unterricht geben. Zu spät. Guck mal. Ist das mein Wagen? Ja. Nun, das hast du aber sehr gut getroffen. Nichts gegen Jackson Pollock, aber gelegentlich ziehe ich gegenständliche Malerei vor. Ich muss Farm kaufen. Könnte ich mir morgen mal Ihr Auto ausleihen? Wie bitte? Niemand anderer als ich rührt den Wagen an. Im Ernst? Ja, glaubst du, du hast es mit einem x-beliebigen Schrotthaufen zu tun? Na schön, dann werde ich eben ganz besonders drauf aufpassen. Du wirst nicht aufpassen müssen. Das ist ein Jaguar XK 150 Roadster, Baujahr 57. Ich würde sterben, wenn ihm was passiert. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Also an Ihrer Stelle hätte ich mir gleich einen neuen gekauft. Ja, Sie können vom Glück sagen, dass die Achse nicht verzogen ist. Und wie lange dauert es noch? Ersatzteile für so ein Auto schwer zu kriegen, aber ich könnte natürlich... Machen Sie es ordentlich. So, wie Sie es von uns gewohnt sind. Ich kann Ihnen ja für die Zeit einen Ersatzwagen stellen. Ist es teuer? Geht auf Kulanz von Stammkunden. Der kleine Blaue da hinten. Und machen Sie den Tank wieder voll, wenn Sie ihn zurückbringen. Automatik? Fünfganggetriebe. Ja, Hauptsache das dumme Ding fährt. Außerdem kann man damit auch zu dritt fahren. Das ist nicht so ein asoziales Auto wie gewisse Zweisitzer. Die Uhr in der Halle geht falsch. Ist auch noch nicht passiert. Sie geht überhaupt nicht. Ich habe sie angehalten. Das heißt, sie hat sie angehalten. Naja,
Dann wissen wir ja, was die Stunde geschlagen hat. Sie haben sicher schon eine Idee, wie Sie mir die Mehrarbeit honorieren? Hätte ich Sie etwa abweisen sollen, als Sie meine Hilfe brauchten? Nein, nein. Sie haben zweifellos als guter Christ gehandelt. Gottes Lohn ist Ihnen sicher. Ja, Ihnen gewiss auch. Eigentlich ist sie recht hübsch. Als guter Christ hat man dazu keine Meinung. Wollen Sie lieber den Don Juan spielen? Glauben Sie, ich bin dazu nicht in der Lage? Ich hoffe, Sie sind klug genug, es nicht zu versuchen. Mein Fisch, so groß. Oh, das ist bestimmt mal ein guter Angler. Das Wichtigste beim Angeln sind nämlich lange Arme. Oh, 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 das Wasser ist eisig. Oh, es ist kalt. Oh, toll. Oh, es ist toll. Ich habe Ihr Buch gelesen. Ach ja? Hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Es ist toll geschrieben. Ich war berühmt für meinen Stil. Die Sexszenen sind aber ganz schön gewagt. Selbst für meine Verhältnisse. Selbst für deine Verhältnisse? Ich glaube, deine Generation hat das Bumsen erfunden. Was ist Bumsen? Oh Gott, das erkläre ich dir später. Der Schriftsteller in Ihrem Roman. Sind Sie das? Sehe ich etwa wie eine Romanfigur aus? Komisch. Er hat immer Angst, dass die Frauen ihn an Schreiben hindern könnten. Weil es ist doch das einzige Thema, worüber er schreibt. Das hast du gut erkannt. Schade, dass Sie nicht mehr schreiben. Es ist alles gesagt. Sie machen das gut, wie ein gelernter Vater. Schauen. Hey!
Wirf dir noch einen Stein hier ins Wasser, dann bin ich nicht an den obersten Ast von diesem Baum da. Ja, Gabriel, nun mach mal halblang. Ach, es ist doch kein Wunder, wenn die Fische nicht beißen. Was hast du dir nur dabei gedacht, den kleinen Bastard hier anzuschleppen? Kannst du mir das mal sagen? Es gibt gewisse Regeln. Keine Volksreden, keine Weiber und erst recht keine Blagen beim Angeln. Gabriel, komm. Oh, du Scheiße! Oh. Gibt's denn hier keinen gottverdammten Platz mehr, wo man seine Ruhe hat? Ich beiß mir gleich in den Arsch. Also ein bisschen Rücksicht auf den kleinen Jungen zu nehmen, das wird dich doch nicht umbringen. Ah, weißt du, wie du mir auf den Sack gehst, du verdammte Sprücherklopper? Dominik, komm! Wir gehen. Ja, ja, geh nur! Verpiss dich nur! Du elender Verräter! Ich werde auf seinem Grab tanzen und lachen! Du alter Arsch! Der Gabriel ist noch nie ohne Fisch nach Hause gekommen. Das brummt ihn jetzt ein bisschen. Und einmal, da waren wir in Alaska. Da hatte der Gabriel einen Hecht an der Angel. Der war 1,60 Meter lang und 22 Kilo schwer. Wie groß ist das? 1,60 ist so. Und der Gabriel hat gekämpft mit dem Hecht. Und der immer wieder. Und der stundenlang haben die gekämpft. Und als er diesen Riesenhecht endlich raus hatte aus dem Eisloch, da war der Kampf noch nicht entschieden. Da haben die auf diesem zugefrorenen See stundenlang weitergekämpft. Die haben richtig gekämpft. Ja, Tod und Leben. Und dann wurde es dunkel. Und dunkler und dunkler. Weiter? Ja, die Nacht ist ja eingebrochen und wir. Die Zähne von dem Hecht, die waren scharf wie Rasiermesser. Wer war das? Gehst du bitte schon mal ins Zimmer und baust das Spiel auf, ja? Es war Christian. Wer ist Christian? Der Architekt. Wer? Der Mann, mit dem ich zuletzt zusammengelebt habe. Dominik hängt sehr, hat sehr an ihm gehangen. Ist da ein Problem? Es gibt immer Probleme mit Männern, oder? Und mit dem besonders. Was ist das? Ist das ein Verhör? Der Typ hat mich durcheinander gebracht. Aha. Können Sie mir noch mal verzeihen? Dass ich das Licht anlasse. Ja, sie haben ihn ganz schön erschreckt mit ihrem Riesenhecht. Ich musste sogar das Bild abhängen. Das wurde dort Gabriel gemacht, vor Jahren in Alaska. Ja? Mit dem Fisch sehen sie aus wie dieser, der alte Mann und das Meer. Ja,
In Alaska, da kannst du noch echte Angler finden. Bei uns gilt die Kunst des Fischfangs als jämmerlicher Zeitvertreib für Schlappschwänze, die stumpfsinnig auf ihren Klappstühlchen hocken. Haben Sie einen Grund zu feiern? Da ich vermutlich der Ältere von uns beiden bin, möchte ich dir das Du anbieten. Okay. Du kannst Richard zu mir sagen. Richard? Was gibt's denn zu feiern? Ja, das ist ein besonderer Abend für mich. Heute, auf den Tag genau vor 50 Jahren, habe ich die Frau kennengelernt, in die ich mein ganzes Leben lang verliebt war. Sie ist leider sehr früh gestorben an einer unheilbaren Krankheit. Aber in allen Frauen, die mir seither begegnet sind, habe ich nur diese eine gesucht. Wir sind alle auf der Suche nach der großen Liebe. Hört sich kitschig an, oder? Und Christian? Wie meinen Sie? Wie meinst du das? Ist er die große Liebe? Vielleicht haben wir uns ja mal geliebt. Seitdem ist viel passiert. Trennung war zum Kotzen. Ich kann sich gar nicht vorstellen, was er mir in seinen Kopf geworfen hat. Und jetzt steht er auf einmal vor der Tür. Ich weiß nicht, wie er mich gefunden hat. Ich dachte, ich bin ja sicher. Und dann taucht er wieder auf. Er will, dass ich mir das noch mal überlege. Das solltest du unbedingt tun. Ich glaube, das wäre dumm. Wir würden keine 2 Monate durchhalten. Wir sind beide viel zu egoistisch. Arme Judith. Aber das kannst nur du selbst entscheiden. Meine Ratschläge würden dir da nicht viel nützen. Müssen Sie das nicht machen. Wir hätten einen Architekten hinzuziehen können. Christian ist doch... Christian würde doch keinen Schuppen umbauen. Christian ist Künstler. Nicht mal eine Wand würde der für mich einreißen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Na, dann sollten Sie mal hören. Architektur ist die Königin der Künste. Und Malerei ist Kunst am Bau. Hat er das so gesagt? Ja, genau so hat er das gesagt, dieses Arschloch. Hat sie wirklich Arschloch gesagt? Ja. Fausto, ich frage mich, wie Sie das so hinkriegen mit Ihrer Frau. Was meinen Sie? Na ja, Sie sind doch wesentlich jünger als Martha. Darüber habe ich nie nachgedacht. Hm. Wahrscheinlich habe ich zu viel nachgedacht. Schreiben, verbessern, denken, verbessern, immer wieder. Man muss kein Buch geschrieben haben, um zu wissen, wie man das Licht anklebst. Erst war vor ein paar Tagen die Rede, jetzt wird hier schon umgebaut. Vögelchen will sich hier wo einnisten. Ich weiß nicht, was Judith für Pläne hat. Ja, aber ich weiß, was Sie für Pläne haben. In meinem Alter hat man keine Pläne mehr. Ach ja? Wer es glaubt, wird selig. Bin doch nicht blind. Ach du Scheiße. Du bist wieder ein Strafmandat gekommen. Sie werden noch im Kitchen landen. Mit der Zeit, die mir noch bleibt, würde ich selbst eine lebenslange Freiheitsstrafe auf einer Backe absitzen. Was ist denn jetzt los?
fahren die hin? Weit weg, hoffentlich. Was ist denn das für eine Puppe? Er hat Fausto gemacht. Ist das eine Hexe? Vielleicht ist es ein Voodoo-Zauber. Wollen Sie nicht rangehen? Wer kann das schon sein? Ja, bitte? Hallo? Wer ist da? Christian Ehler, ist Judith da? Nein, sie ist nicht hier. Wo ist sie denn? Ich weiß es nicht. Ja, aber können Sie... Ich weiß nicht, wo sie ist. Hören Sie, hallo? Ja, bitte? Ich muss mit Ihnen reden. Worüber? Nein, nicht am Telefon. Können wir uns treffen? Wann? Jetzt gleich? Ja. Gut, an der Autobahnraststätte in 20 Minuten. Gut, also bis gleich. Schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Kommen wir hier rauf? Ich bin nur wegen Judith hier. Sehen Sie, das verbindet uns. Judith hat mir gesagt, dass Sie Architekt sind. Guten Abend, was darf sein? Ein Mineralwasser, bitte. Nimmst du was Richtiges? Ein stilles Wasser. Also, was wollen Sie? Ich will, dass Sie Judith loslassen. Wie soll ich das verstehen? Judith fühlt sich wohl da draußen. Sie ist endlich zur Ruhe gekommen. Sie hat wieder mit dem Malen begonnen. Und Dodo, Dominik, ist auch glücklich.
Der Junge weiß endlich, wo er hingehört. Er ist doch immer nur rumgeschubst worden. Jetzt hat er die Natur entdeckt, den Fluss. Vielleicht will ich ihm einen kleinen Hund kaufen. Warum wollen Sie das alles zerstören? Judith kann tun und lassen, was sie will. Sie muss keine Angst haben, dass sie jemand zu nahe kommt. Hm. Muss nur ein bisschen nett zu ihnen sein, ein bisschen mit ihnen ins Bett gehen. Glauben Sie wirklich, dass das das Beste ist, das sie einem geben kann? Lassen Sie Judith gehen. Ich denke, das ist wohl Ihre Entscheidung, wo sie leben will. Und mit wem. Ich habe Beziehungen. Ich könnte Ihnen in Ihrer beruflichen Entwicklung hilfreich sein. Sie sind doch Künstler. Sie wollen doch Ihre eigenen Bauten hinstellen. Oder wollen Sie Geld? Hören Sie. Ich hänge an Judith. Ich spreche nicht von Peanuts. Ich liebe sie. Nennen Sie eine Zahl. 20.000, 30, 50. Sie sind krank. Krank. Wieder mit dem Rauchen an. Das Rauchen habe ich mir zusammen mit dem Schreiben abgewöhnt. Ja, wenn Sie es nicht gewesen sind, wer dann? Na, nun trinken Sie das. Was ist denn das? Wollen Sie mich vergiften? Das ist ein kubanisches Rezept. Fausto schwört darauf. Ja, hallo? Na, kleinen Moment. Gabriel ist am Telefon. Der ist Ihr bester Freund. Er ist mein einziger Freund. Es ist kein Kunststück, der Beste zu sein. Ja, er sagt, er ist nicht da. Ja, tut mir leid. Und noch eine Runde. Ah, alles gut. Oh, es kommt wieder. Geht spazieren, kommen Sie mit? Nein, danke, ich habe ziemlich üble Kopfschmerzen. Die frische Luft wird Ihnen gut tun, kommen Sie. Tun Sie uns den Gefallen, Richard. Komm. Nicht so nah ans Wasser. Dodo. Nicht so nah ans Wasser. Heute ist er besonders wild. Ja? Der Fluss? Ah. Ja. So ist er immer um diese Zeit. Ich muss ihn nur hören, dann weiß ich, in welcher Jahreszeit wir sind. Sie lieben den Fluss. Er ist schuld, dass ich das Haus gekauft habe. Eigentlich ist es deine Sie, die Amma.
Jedes Mal, wenn ich hier unten bin, spüre ich, wie mein Herz höher schlägt. Das findest du vielleicht zum Lachen? Nein, überhaupt nicht. Ich setze mich dann hier hin, bei Sonne oder bei Regen. Ob sie ruhig ist oder gereizt, klar oder schwarz wie Tinte. Kennen alle ihre Launen, alle ihre Sprüche. Sie spricht mit ihnen? Sie heitert mich auf oder stürzt mich noch tiefer in Verzweiflung, je nachdem. Man weiß nie, in welcher Stimmung sie ist. Manchmal murmelt sie auch nur so vor sich hin. Sinnloses Zeug. Dann lässt man sie einfach reden. Es hört sich fast so an, als wenn sie mit ihr verheiratet wäre. Man kann nicht mit ihr verheiratet sein. Wenn man versucht, sich festzuhalten, dann hat man einen Stausee, keinen Fluss mehr. Gefällt mir der Vergleich. Man merkt immer wieder, dass sie Schriftsteller sind. Guck mal. Hey, was ist das denn? Oh, ist ja süß. Oh. Toll. So. Riad will jetzt eine Ruhe haben. Stimmt gar nicht. Wir sind hier nur zu Besuch. Verstehst du das? Dominik will, dass Sie ihm gute Nacht sagen. Ja, natürlich. Gerne. Dodo? Gute Nacht. Na dann, schlaf mal gut. Wie geht die Geschichte weiter? Welche Geschichte? Die von Riesinghecht. Ja, wo waren wir da noch? Also, Gabriel hatte also diesen Riesenhecht aus dem Wasser gezogen und dann haben sie auf dem gefrorenen See weitergekämpft. Und dann wurde es dunkel und immer dunkler und dann war Nacht. Und sie haben immer noch gekämpft. Und schließlich hat der Hecht gesagt, und wie wäre es mit Unentschieden? Er hat gesprochen. Wenn Sie Angst haben, dann sprechen Sie. Hat der Angst? Ja, die hatten beide Angst. Du weißt doch, was für Zähne so ein Riesenhecht hat. Wie ein Rasiermesser. Genau. Also gut, hat Gabriel gesagt. Unentschieden. Aber bevor du verschwindest, machen wir ein Foto. Ausnahmsweise, hat der Hecht gesagt. Und dann habe ich ihn gepackt. Und er war schwer. Ne? Und Gabriel hat uns zwei fotografiert. Und das Foto kennst du, das hing hier bei dir an der Wand. Und dann ist der Hecht im Eisloch verschwunden. Und wenn er nicht gestorben ist, ja, dann schwimmt er heute noch in dem tiefen, dunklen See. Ende? Ende. Du kannst gut Geschichten erzählen. Findest du? Besser als Mama. Das will ich meinen. Aber jetzt musst du schlafen. Ich will auch Schriftsteller werden.
Das ist eine gute Idee. Die schönsten Frauen der Welt hatten immer eine Schwäche für Schriftsteller. Zum Beispiel Marilyn Monroe für Arthur Miller. Du kennst doch mehr. Dodo schläft. Und? Was sagen Sie dazu? In meinem nächsten Leben werde ich es auch mit der Malerei versuchen. Ist nie zu spät. Ich kann gerade nicht. Doch, natürlich will ich. Ich. Ja. Du auch. Du auch. Ciao. Ciao. Judith. Möchtest du mich heiraten? Natürlich werde ich dich nicht anrühren. Du kannst tun, was dir gefällt. Alles, was ich habe, wird dir gehören. Ich weiß nicht, ich habe ja nicht mehr so lange zu leben. Wir werden nichts an unseren Gewohnheiten ändern. Du kannst sehen, wen immer du möchtest. Und ich werde mich um Dominik kümmern. Er wird hier in die Schule gehen. Sag ja. Judith, bitte. Und ich werde immer nur ein guter Freund für dich sein. Ich bin viel zu alt, um mehr von dir zu verlangen.
Judith, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Und ich sage das nicht, um dich zurückzuhalten. Mein Auto ist fertig. Hat lang gedauert. Ja. Christian holt uns heute Abend ab. Ich nehme an, das ist endgültig. Ja. Ach, ist das ein schöner Tag. Passen Sie auf Ihr Jackett auf. Sie haben sich ja so schick gemacht. Gibt es was zu feiern? Willst du noch etwas Fisch? Musst du auf die Geräte nachgeben, ja? Judith. Weißt du auch, warum Fische so schlechte Tennisspieler sind? Fische spielen auch nicht Tennis. Ja, und weißt du auch warum? Weil sie nicht gern ans Netz gehen. Endlich sagen, was Sie der Kleinen getan haben? Ich habe ihm Ihre Hand angehalten. Was? Ist das etwa ein Verbrechen? Nee, ist aber nicht besonders schlau. Hätten Sie einen besseren Weg gewusst? Es gibt keinen.
Gabriel! Du bist wach. Ich brauch dich, aber schnell, verdammt! Das Leben auch nicht gerade leicht. Lass mich nicht sterben, Gabriel. Bin noch nicht so weit. Hörst du? Bevor wir beide über den Jordan gehen, machen wir noch ein paar Fische kalt. Oh, du ja. Ich will vielleicht noch ein Buch schreiben. Über einen alten, verbockten Narren, der seine Gefühle entdeckt. Ich glaube nicht, dass ich Lust habe, darüber mit einem senilen Trottel zu reden. Dann halt doch endlich die Klappe. Jawohl, Doktor.